Hi und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Identity. Ein Let's Play von mir, Furious. So, ja, wir fangen da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Es geht weiter mit Unter roter Sonne. Unter roter Sonne, Hauptziel. Helfen Sie Sirius dabei, das Versteck, geht ja schon gut los, der Krähen zu finden. Die Herausforderung ist, nähen Sie sich Sirius vom Haupttor des Schlosses aus. Ja, das klingt interessant. Wir gucken mal, was das bedeutet, vom Haupttor des Schlosses aus anzugreifen. Dann packen wir mal an. Sirius bot Assassinen seine Hilfe bei der Suche nach Corvo an, indem er über die Boten sprach. Die Nachrichten an die Krähen bringen. Sirius beschrieb Boten in Rom und wies die Assassinen an, Jagd auf ihn und seine Lieferung zu machen. Das sind dann wohl wir. So, was uns das Adlerauge so bringt, ist hier noch nichts. Ah, das könnte unser Objekt sein. Wenn das mal richtig war. Langsam. Immer mit der Ruhe. Grüß Gott, ich, keine Ahnung, was Sie wollen. Ich, bin hier nur zu Besuch. So. Dann müssen wir uns mal ganz kurz den Kollegen hier entledigen. Entschuldigung, ich hätte mal eine Frage. Wo geht's denn hier zum Bahnhof? Danke. Gut zu wissen. Sehr nett von Ihnen. So. Gucken wir mal weiter. Na, guck mal an. Der Kollege hier. Dann mal kurz Hilfe. So, dankeschön dafür. Gucken wir mal. Dann schauen wir mal. Was haben wir als nächstes? Ah, jetzt muss ich hier nur hier rüber. Gucken wir mal. Hallo, Kontaktmann. Grüß Gott. Ah, verstecken sich in nahen Häufen, bis hier das Schloss verlässt. Nahe Heuhaufen? Nahe Heuhaufen? What the fuck? Wo ist hier nahe Heuhaufen? Willst du mich verarschen? Da ist kein nahe Heuhaufen. Das da hinten ist ein nahe Heuhaufen, alles klar. Der war ja sehr nah, sehr nah. So, Heuhaufen. Jetzt warten. Ah, hier oben 16. So. Ah, Adlerauge geht hier nicht. Na, Sirius, komm. Schleich dich. Geh weg. Kann ich dich irgendwie noch? Hihi. Nein. Schade. Eins. Tudu. Sirius verlässt den Innenhof. Wegen der Innenstadt. Folgen Sie ihm, aber lassen Sie sich nicht von ihm entdecken. Keine Wachen alarmieren. Okay, kriegen wir hin. Lala, hallo Sirius, ich bin gar nicht da, du, keine Ahnung, wer ich bin niemand. So, ich, gehöre hier gar nicht dazu. Lala. So. Ich zu nah dran vielleicht, dass er das gecheckt hat? Nee, ist er da nicht gecheckt, ne? Ich bin gar nicht da. Sirius, mach dir wegen mir keinen Stress, ich bin gar nicht da. So. Keine Wachen alarmieren. Wie soll ich das machen? Also, gibt es da irgendwie eine feste Idee dahinter, wie ich keine Wachen alarmiere? Aber nur nicht auffallen, oder? Lalala, ich bin gar nicht da. Nee, nee, ich bin gar nicht da. Guck mich gar nicht an, ne? Nee, es ist ja alles gut. So. Ich verstecke mich mal kurz in den Heuhaufen hier. Schau mal. So, alles chillig hier, oder?
So, machen wir uns kurz unsichtbar. Das hat funktioniert. Na, ich bin gar nicht da. Na, ich bin gar nicht da. Ja, mach ich doch. Ärgere mich nicht. Ja, halt dich doch. Hallo, ist ja gut. Guten Tag, die Herren. Guten Tag, Herr Major. Guten Tag. Guten Tag. So. Nein, dich, du hast mir nichts getan. Lalala, ich bin gar nicht da. Bidum, bidum. Ja, ist ja gut. Wie soll ich denn das immer machen? Freunde der Sonne. Ja. Könnt mich mal. Ernsthaft, da durch? Ich lass mich nicht von ihm entdecken. Ich habe keine Waffen alarmiert. Was? Ah, ein Hinterhalt! Diese verdammten Krähen! Ihr könnt mir nicht! Ja, da hilft nichts. Was ist hier? Hallo? Du kommst auch noch dran. So. Ja, sowas. Also, Unverschämtheit. So, Krähen ausgeschaltet. Mal kurz laufen. Ah. Ja, das war's. Sehr gut. Also, Mission erfolgreich abgeschlossen, möchte ich jetzt mal behaupten. Ja, das mit dem Haupt habe ich nicht so ganz kapiert wahrscheinlich. Macht aber nichts. Mission geschafft. Gucken wir mal, ob es vom Level her für die nächste Mission gleich reicht. Ansonsten machen wir einen kurzen Zwischenstopp bei einem der Aufträge. So. Codex-Antrag wäre verfügbar, aber dadurch, dass wir noch nicht Stufe 9 sind, können wir den gefährlichen Handel noch nicht abschließen. Also machen wir einen Auftrag. Was habt ihr lieber? Stiefel hatten wir letztes Mal, dann machen wir den Escort-Auftrag. Bringen Sie den Verbündeten in Sicherheit. Ja, das, ich kann ein Kompagnon auswählen. Oh, das ist ja lustig. Ach, geh. So. Starten. So, machen wir das mal. Wir haben folgendes Kompagnon. Das möchten Sie. Machen wir schnell, ne? So, weil ich muss auch kapieren, wie die Kompagnons funktionieren. Ich trinke mal noch einen Schluck. Lernen Sie, wie Sie Kompagnons im Kampf gegen Gegner einsetzen. Erreichen Sie den Wegpunkt, um zu beginnen. Wegpunkt, Wegpunkt. Tada! Wer bist du denn? Jede Kompagnon-Klasse verfügt über unterschiedliche Fertigkeiten. Wählen Sie ein Kompagnon im Feld. Fähigkeitenrad aus, um mit erzähltes Ziel anzugreifen. Hallo, Kompagnon. Ah, Fisch. Das Entsenden eines Kompagnons hilft Ihnen beim Lösen von Problemen. Allerdings verlieren Sie dadurch auch die Vorteile, die Sie erhalten haben, als Sie ihn anhörten. Was? Egal. Ah. Damit kann ich ihn quasi ablenken. Schauen. Ja, das funktioniert ganz gut. Ich würde gerne mit der Kompagnon fortfahren. Jetzt habe ich mal gelernt, wie man Kompagnons einsetzt. Schauen wir mal. Na? So, erreichen Sie den Ort, an dem Ihr Verbündeter wartet. Der ist da drüben. Komme ich da am besten hin? Nicht über das Wasser. Assassinen können nicht schwimmen. Wie ihr schon aus diversen Assassin's Creed kennt vielleicht, ne? Der Assassine kann nicht schwimmen. Hat er nicht gelernt. Kann er nichts dafür. Ist nicht sein Thema. Das hat er einfach nicht gelernt. Hat man bei der Programmierung einfach übersehen. So. Ich werde beobachtet. Das ist mir aber egal. Ich bin ja hier, um voranzukommen. So, liebe Wache. Du hast mich im Auge, das mache ich gar nicht. Lass das mal. Ist nicht so gesund für mich. So. Ich würde gerne mich mal unsichtbar machen. So. Sehr schön. Dankeschön. Hallo, Mädels. So. Wachen. Achtung. Oh, da gehen wir am besten in der Mitte durch. Servus. Herr Major. Guten Tag.
Na, 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 na. Guten Tag, die Dame. Mit wem unterhält die sich? Hä? Junge Frau, Sie wissen schon, dass da niemand ist? Ja, okay. Wusste sie sicherlich. Gab's da früher schon Drogen? Bestimmt, ne? So Rauschmittel und so. So, was haben wir hier? Erstmal ein Kodex-Eintrag. Sehr schick, den holen wir uns gleich mal. Na, jetzt bitte. Oh. Die Engelsburg. Oh. Da lernt man noch ein bisschen was dabei, ne? Wenn man das Spiel hier spielt. Hallo, Herr Verbündeter. Wo gehen Sie denn hin? Ach so, du bist der, den ich beschützen muss. Na, guck mal. Na, komm. Das kriegen wir hin. Wir zwei, ne? Hopp. Hopp, hopp, hopp. Ich mache ihn mal ein bisschen unsichtbar. Bin schon da. Keine Sorge. Das Level ist auch schon so ein bisschen so aufgebaut, ne? Dass man ihn über die Dächer verfolgen kann. Beachtet mich gar nicht. Ich bin nur ein weißhäuptiger Mann. Hopf. Schade, da hört wohl meine Klettertour auf. Egal, das macht ja nichts. Da will jeder da. Sehr schön. Ja, das kommt mir gelegen. So. Hier rüber. Dann darüber. Na komm. Hallo? Steuerung? Mann, Mann, Mann. Ärgerlich das. Jetzt kriegt er gleich in irgendwelche Wachen rein. Oh, was macht ihr hier? Oh, ich konnte ihn jetzt irgendwie nicht. Ja, man sollte selber dann nicht auch unbedingt im Feuer stehen. Aber gut. Das hat das jetzt mit dem Verbündeten gerade gebracht. Ich habe den mal kurz gerufen, ihr habt das ja gesehen. Bringt ja mal gar nichts. Also bringt schon was, ne? Die waren jetzt alle ziemlich schnell down, aber da hätte ich jetzt irgendwie wissen müssen, dass ich diesen Verbündeten mit den Bomben hatte. Weil den konnte ich vorher nicht auswählen, ne? Hallo, guten Tag. So, das machen wir jetzt schnell. Da machen wir nicht lange rum, mein Kollege. Du darfst wieder gehen. Dankeschön. So. Ich bin jetzt anonym. Was ist das? Ja, ist halt so eine Escort-Mission, ne? So ein kleiner Auftrag, geht schnell. Gucken wir mal. Das hat aber nicht viel XP gebracht. Eieiei. Na dann. Machen wir noch einen Auftrag. Sehr ärgerlich. Ich würde ja gerne mit der Mission einfach vorankommen, ne? Jo. Du warst ja ganz nützlich. Nu? Mission verfügbar. Mission verfügbar? Wahrscheinlich hier, ne? Oder in der Kampagne? Nein, nein. So, dann machen wir einen Attentatsauftrag. Yeah. Was haben wir denn hier? Ich kann mir jetzt hier so ein paar auswählen hier von den Kollegen. Eine Schattenklinge. Berserker bin ich selber. Nehmen wir mal eine Schattenklinge und da den Tommaso Cavante. Grüß dich. So. Wirf den Raufbaubuhl auf das Ziel. Da schauen wir her. Nicht schlecht. Was ich noch gar nicht nachgeguckt habe, ob das Spiel auch einen Multiplayer bietet. Muss ich mal gucken. Dass man quasi gleichzeitig an großen Missionen teilnehmen kann. Habe ich mich noch nicht. Töten sie alle im Auftrag genannten Ziele. Ziele. Ich liebe Ziele. So, zum ersten Ziel muss ich rüber. Bin ich falsch rum unterwegs, oder? Kann ich da irgendwie dahin?
Nö. Da führt kein Weg hin. Alles klar. So. Dann laufen wir mal. Wege gibt's hier. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen, lauf, galopp. Und jetzt? Verarscht du das? Nein! Ach, schön. Das sind die Wege, die die Assassinen beschreiten. So schaut's mal aus. Freunde der Sonne. Nicht ins Wasser. Hallo. Guten Tag. So, dich nehme ich im Sprung. Zack. Entschuldigung, bin ausgerutscht. Tut mir leid, wollte ich nicht. Verzeihung. Hier ist eine Wache. Das wollt ihr nicht, das wollt ihr nicht, ehrlich, das wollt ihr nicht. Hallo, guten Tag, Mönche. Dankeschön. So. Einmal kurz, einmal lang. Da geht mein Ziel. Das haben wir doch gleich, oder? Den haben wir doch gleich. Ziel 1. Was ist das Ziel? In Sicherheit. Sicherheit bedeutet sowas hier. Das muss ja wohl in Sicherheit sein. Ja, das ist in Sicherheit. Heißt das jetzt, ich muss jetzt die ganze Zeit... Oh, sind wir immer noch nicht Stufe 9? Oh Mann, ey. Also jetzt muss ich die ganze Zeit in diesem Heuhaufen rumgammeln? Bitte nicht. Ja, was haben wir noch? Plünderungsauftrag. Kurierauftrag ist eher langweilig, ne? Ah, da können wir vielleicht ein bisschen schleichen. Stiefel gibt's auch wieder. Gucken wir mal. Ach, eins, zwei. Was sind, wieso sind alle Schattenklingen oder Berserker? Nur ich bin selber ein Berserker, aber. Na, nehmen wir mal den hier. So, was kann der? Der wirft diese Splitterbomben. Alles klar, und dann, Prüsterchen. So. Laufen Sie zum Taubenschlag und holen Sie den geheimen Brief. Den geheimen Brief. Wo ist der geheime Brief? Wo ist der geheime Brief? Alles klar. Alles sauber hier. Der geheime Brief muss sich hinter dieser Mauer verschwinden. Da ist er auch schon, glaube ich. Ja. So, einmal runter. Dankeschön. Oh, guten Tag, Herr Wachtmeister. Hä? Das habe ich denn jetzt nicht gesehen. Ist ja ärgerlich. Ah, der ist zickig. Ah, der ist zickig. Den mag ich gar nicht hauen. Der checkt ziemlich, wie man haut. Weg hier! War's das? Ja, gut. Wachen sind damit ist eher schlecht. Aber gut. Hallo Täubchen. Ne? So, laufen Sie zum Brief, haben wir gemacht. Hallo? Übergeben Sie den geheimen Brief an Ihren Verbündeten. Machen wir auch. Mit diesem Säulengang hier hat er irgendwie so seine guten Probleme, ne? Das kraft er irgendwie nicht so. Ich mache mich mal ganz kurz anonym. Hallo, guten Tag. Kann ich da? Kann ich dich hier im Sprung nehmen? Ja. Oh ja, okay, wenn man zu spät ansetzt. So, danke dafür. Hopp. Hopp. Na, jetzt hat. Eieiei, wo müssen wir jetzt wieder hin? Das ist ja wieder gar nicht lustig. Runter. Eieieiei. Das geht ja gut los. Guten Tag, Herr Medikus. Das macht man mal schnell, den hat man nämlich noch nie. Okay, der quatscht noch viel. Ja, das wusste ich auch schon.
Hey, der läuft weg. Ah, das ist ja ärgerlich. Ah, da muss man den wieder einholen hier. So. Jetzt läuft er wieder in die andere Richtung. Meine Herren. Grüß dich, ich hab Brief. Ach, Post. So, sie müssen verschwinden. Finden Sie ja Weg zum Unterschlupf. So, Weg zum Unterschlupf. Ja, der ist wieder da oben. Oh Gott. Das kennt ihr noch vom letzten Mal, ne? Das ist so lästig da hoch. Ah, Mann. Aber gut, wenn sie meinen, dass ich im Kolosseum meinen Unterschlupf hab, na gut. Soll wohl so sein. Bin gar nicht da. Ignoriert mich einfach, Jungs. Ignoriert mich einfach. Hopp. Na komm. 1, 2 Brot. Das wird gar nicht Not. Würdest du bitte? Danke. Ach nee, ich muss eh da runter. Oh, oh. Hoppala. Ja, Entschuldigung. So, Verzeihung. Nicht gleich entkannt. So. Schau mal. Haben wir gemacht. Und wir sind Stufe 9. Sehr schön. So. Naja. Dann machen wir jetzt noch die eine Mission. Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Wir sind auf jeden Fall Stufe 9. Kampagne, gefährlicher Handel. Oh, was gibt's denn da Schickes? Schieben Sie dem Boten den falschen Brief unter. Identifizieren Sie die Person, die sich mit dem Boten trifft. Kann ich die Belohnung mal auswählen? Was ist das? Ein Malatesta-Abzeichen. Das ist interessant. So was habe ich nämlich noch gar nicht. Oh, was gibt es denn zur Ausführungsbelohnung? Warte mal ganz kurz. Mm, der ist fein. Den wollen wir uns holen. So, wen holen wir uns? Dafür einen Berserker. Die sind cool irgendwie. Ich mag Berserker. Die machen einmal gescheit bumm und dann ist das Thema erledigt. Verdeckte Bote der Krähen schließt sich nach Florenz, um einen Brief an einen der Templeragenten zu überbringen. Der Assassine wollte nicht von den Krähen entdeckt werden, daher entschied er sich, den Brief auf andere Art zu stehlen. Wieder in der Santa Croce. Los geht's. Der Bote ist in Florenz. Finden Sie ihn, bevor Sie mit dem Plan fortfahren. Ich werde wahrscheinlich hier rein müssen, ne? Schauen wir mal. Seht ihr ihn irgendwo? Das kann ich noch nicht erkennen. Ich werde wahrscheinlich hier rennen müssen, ne? Sperrgebiet, nicht gut. Ah, hier sind. Okay, das war mir jetzt ein bisschen zu viel Info auf einmal alles. Aber hier hinten habe ich eine... Oh, Zeit läuft ab. Hier hinten habe ich eine kleine Information bekommen. So, schauen wir mal, wie geht's hier weiter? Ah ja, guten Tag. Beschaffen Sie den gefälschten Brief. Gucken wir mal.
Das ist doch lästig. Das ist doch lästig. Schau, ob ich fliegen kann. Ah, fliegen haut hin. Ah, zu viel Wachen. Irgendwas zum Unterschlupfen. Da ist was. Ah, da fliegen kann. Ja, jetzt wird's lustig. Jetzt wird's interessant. Okay. Ja, 100 ist nichts mehr, ne? Na? Hoppala, aua. Nicht gut, Autschi. Eieiei, eieiei. So, guten Tag, Hämmerer. So, jetzt mal hinsetzen kurz, Ruhe. Eieiei. Das ist ja kein Spaß hier. Kommt der hoch zu mir oder was ist jetzt? Ah, da bist du eh schon. Kann ich jetzt einen Brief beschaffen? Ah, jetzt hat. So. Der Bote wird vor dem Hof aufgehalten. Nutzen Sie diesen und schnappen Sie den Brief. Haben wir gemacht. Der Bote wartet vor der Kathedrale. Drüben sieben, damit er seinen Brief mit Ihnen tauscht. Dann ja, machen wir das mal. Also, wir gehen hier runter. Sacken hier mal rein. Auch früher konnte man in diese Heuhaufen reinspringen. Tach. Ach, sind die jetzt alle scharf auf mich? Das gibt's ja gar nicht, oder? Das ist doch ärgerlich. Ah, okay, ich brauche ein bisschen. Ah, doch nicht. Hat sie erledigt. Ich brauche mal ganz kurz Ablenkung, ne? Das ist ja irgendwie. Ja, Gott sei Dank. So. Ja, sind denn die jetzt alle auf mich drauf? Ne? Auch wenn ich anonym bin, ist ja ärgerlich, echt jetzt. So, du, böser Schurke, du, tausch mir sofort den Brief. So. Probieren wir das mal. Stellen wir das mal sicher. Ja, sehr gut. Haben wir geschafft. Puh, also das Spiel fordert mich immer wieder mal. Das ist not that easy. Vieles passiert irgendwie immer so per Zufall, ne? Neuer Codex-Eintrag steht zur Verfügung.